Wenn es um die Fragestellung geht, wie Unternehmen konkret klimaneutral werden können, haben wir als Fraunhofer Gesellschaft bereits langjährige Erfahrungen im Rahmen zahlreicher Projekte sammeln können. Ich möchte hier ganz konkret zwei Beispiele nennen. Das ist zum einen die Frage, wie kann ich denn Elektrofahrzeuge laden? Wie kann ich so eine elektrische Flotte überhaupt aufbauen? Welche Fahrzeuge machen Sinn? Wie viele Fahrzeuge? Und natürlich das Pendant, welche Ladeinfrastruktur brauche ich hier? Hier haben wir im Projekt LAMA, Laden am Arbeitsplatz, wirklich viel Erfahrung sammeln können. Wir haben hier über 40 unserer 76 deutschen Standorte mit Ladeinfrastruktur mittlerweile ausgestattet, die über einen breiten Nutzerkreis zugänglich ist, sowohl für dienstliche Zwecke, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch für sonstige Externe. Diese Ladeinfrastruktur ist voll roamingfähig und kann komplett abgerechnet werden gegen extern, aber auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Frage stellt sich, woher kommt der Strom? Weil die Elektromobilität kann natürlich ihre Potenziale nur dann voll ausschöpfen, wenn der Strom erneuerbar ist. Hier können wir zum einen bei der Beschaffung von erneuerbarem Strom unterstützen, aber auch bei der Dimensionierung und Auslegung von Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Firmendach. Gleiches gilt für die Dimensionierung der Ladeinfrastruktur und dann insbesondere beim Betrieb dieses gesamten Settings.